Für mich als Kurator ist es immer sehr traurig, wenn eine Ausstellung zu Ende geht. Und heute haben wir die Ausstellung abgebaut von der Annemarie Blättel und von der Bildhauerin Katja Ringelstetter. Sie haben die ganze Zeit über das Rathaus belebt und heute ist der stellvertretende Bürgermeister gekommen, denn es gibt eine Überschneidung. Die Kathi macht die Meisterschule in München, die kann nur in den Pfingstferien abbauen und der Bürgermeister kann nur in den Pfingstferien seinen Urlaub nehmen. Und ich glaube, die Ausstellung hat schon euch auch bereichert. Ja, also auf alle Fälle vielen Dank, Herr Paquet, auch an die Künstlerschaft natürlich. Also ich meine, wir haben ja nicht jeden Tag herum im Sitzungssaal, aber wir als Gemeinderäte haben ja einmal im Monat mindestens, momentan haben sogar zweimal im Monat Sitzungen da. Und ich muss sagen, es sind interessante Werke und auch die Holzkunst, also immer so fasziniert die Holzkunst ganz besonders, aber auch die Bildkunst, also die Malerei. Und ich möchte mich einfach im Namen der Gemeinde ganz herzlich bedanken für das Engagement, für die Idee, für die Kreativität und natürlich auch an Sie ein herzliches Vergeltstag. Sie sind ja nicht nur hier zugegen, sondern Sie haben ja den Kulturstaat und das ist ein ganz neu gefundener Name auch für die Dorfschule in Wolfstor, auch mit ein Ideengeber, Initialgeber und möchte mich einfach ganz herzlich im Namen der Gemeinde bedanken. Bei den Künstlerinnen natürlich ein ganz herzliches Vergeltstag. Man muss Zeit investieren, man muss sich Gedanken machen und man, glaube ich, weiß am Anfang oft nicht, was am Ende rauskommt. Und das aber, glaube ich, ist das Spannende an der Kunst und soll einfach ein herzliches Vergeltsgott sein, weil ich gewusst habe, dass wir es mit Holz zu tun haben. Habe ich Ihnen was mitgebracht. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber ich habe Ihnen aus Olivenholz Herzen mitgebracht. Ich kenne jetzt nicht ganz aus in der Holzszene, aber Frau Ringelstetter, berichtigen Sie mich. Ich glaube, dass das Olivenholz eines der härtesten Hölzer ist, die der Mensch bearbeitet. Das sind Olivenholzherzen aus dem Heiligen Land. Für mich hat ein Herz drei ganz besondere Bedeutungen und das Herz aus Holz erst recht. Ein Herz, ein Mensch, der einem wichtig ist, dem schenkt man sein Herz. Und Sie haben Ihr Herz der Kunst geschenkt, weil das für Sie wichtig ist und Sie geben es weiter. Das ist was Tolles. Am Holz kann man sich festhalten, diese Hand symbolisiert es ja ein bisschen und mit dem Käfer da oben, das ist das Schönste eigentlich, vor allem auch dann der Farbklecks. Holz kann man sich festhalten, etwa der weiß ich, Holz geschützt ist, der gibt man halt und ja, Holz schenkt man mir gerne. Und ich glaube, gerade bei der gestalterischen Kunst, sei es jetzt aus Holz oder sei es auf Bild, auf Leinwand, glaube ich, kann man seine Herzenswärme auch weitergeben. Und das hat man gespürt bei dem einen oder anderen Objekt, das man da gesehen hat. Ich wünsche Ihnen für die weitere Zukunft, egal in welche Richtung das geht, alles Gute, vor allem weiterhin Schaffenskraft. Ich glaube, das ist bei den Künstlern am wichtigsten, gell? Durchhaltevermögen. Manchmal gibt es ja Durchstrecken, aber hoffen wir einfach, dass die Kunst immer den Stellenwert in unserer Gesellschaft hat, den sie verdient. Und ich glaube, die Kunst ist so vielfältig, wie sie ist, so vielfältig sind auch die Menschen. Und darum, glaube ich, findet jeder seinen Kunstgeschmack. Und darum ist es ja gut, dass wir vielschichtige Künstlerinnen und Künstler haben. Also meine ganz herzlichen Dank, vergelt's Gott dafür, Ehren auch nochmal für das Hintergrundgeschehen, weil ich glaube, das ist auch manchmal ein bisschen kräftezehrend, aber natürlich Ihnen beiden stellvertretend der Künstlerschaft eben ein vergelt's Gott für die Ideen, für den Reichtum, den Sie da an die Leute bringen. Ehren habe ich auch ein Herz an mich. Sie haben ganz was Wichtiges gesagt. Ja. Man weiß am Ende noch nicht, was rauskommt. Und das ist dann das Großartige dabei, weil man sich dann wirklich darauf einlässt, weil man mit dem weiterarbeitet, was man kriegt. Ja. Ob jetzt Malerei oder Kunst oder so. Man hat eine Idee, aber genau. Dann. Und das macht das Besondere aus und auch das Zwischenmenschliche. Man begegnet im Leben so viele Menschen. Manche flüchtig, manche länger, man weiß nicht, was daraus wird. Aber wenn es dann was Besonderes wird, dann bleibt man bei denen stehen oder bleibt man an denen hängen. Und so, glaube ich, ist es auch bei der Kunst, wenn man seine Richtung findet. Und vor allem auch die Werke haben die dann auch was Besonderes. Wir haben noch Kunstwerke aus Blumen und ein Kunstwerk von einem Winzer, den ich leider namentlich nicht kenne. Fangen wir jetzt mit der jungen Dame an. Ja, herzlichen Dank nochmal. Und das vielleicht eine Prüfung bestanden ist. Oh ja, oder genau. Vor der Prüfung. Ein herzlichen Dank. Und wie gesagt, für die Zukunft alles Gute. Vielleicht hat der Herr Paquet noch die Möglichkeit, dass er einer für eine künftige Ausstellung oder für künftige gestalterische Elemente findet. Also danke nochmal im Namen der Gemeinde Offenberg. Ich habe noch auch noch was für die Gemeinde Offenberg. Mit der Ausstellung Kunst im Denkmal. Das Kulturstaat stammt übrigens
vom damaligen Kreisheimatpfleger Leubel. Da habe ich die ganzen alten Unterlagen geschickt gekriegt vom jetzigen Kreisheimatpfleger Jung. Und daraufhin habe ich also den Stadion wieder war abgezeichnet und als Hinweisschild gemacht. Das ist eine ganz gute Idee. Und mit dieser Ausstellung ist bewiesen worden, was dieser Stadion für ein Potenzial hat. Das war wirklich gigantisch. Wir haben innerhalb von dieser kurzen Zeit zwischen 3 Wochen haben wir mehr als 300 Besucher gehabt. Schon allein bei der Ausstellungseröffnung sind 146 Leute bei strömendem Regen gezählt worden. Und das wäre ganz toll, wenn man unser Dorf mit in Wolfstein verstärkt noch beleben würden mit kulturellen Dingen. Und ich habe jetzt für die Gemeinde als Andenken und die Kopien der Bilder aus dem Gästebuch. Ah, ja. Das sind also 49 Seiten Gästebuch und wir haben den weitesten Besucher. Das war der Pavel Luschka aus Prag und der zweitnächste war aus Regensburg und aus München. Also ist dieser Stadl also einen sehr großen Kreis bekannt worden. Und das schenke ich Ihnen vielleicht, geben Sie es an Herrn Bürgermeister dann auch. Auf alle Fälle. Also und ich muss mich wirklich bedanken bei der Gemeinde Offenberg, die so aufgeschlossen für Kunst ist wie keine andere Gemeinde, die ihr Rathaus zur Verfügung stellt für Kunstausstellungen. Genauso uneigennützig wie ich arbeite die Gemeinde. Und da richten Sie bitte schon auf unseren Herrn Hans-Jürgen Fischer herzliche Grüße und herzlichen Dank aus. Sehr gerne auch, gehe ich gerne weiter an den ganzen Gemeinderat, weil ich denke, es ist wichtig. Kunst ist, sage ich jetzt mal, ein Begriff, der in aller Munde ist, den man immer für irgendwas verwenden kann, aber die Wahrnehmung von Kunst ist sehr unterschiedlich. Und ich denke, dass gerade die Malerei oder die Bildhauerei, das ist eine Kunst, die eigentlich zeitlos ist. Es gibt verschiedenste Künstler, es gibt verschiedenste Ideen auf diesen Bandbreiten und jede Kunst hat seine Stellenwert. Und ich denke, bei der einen oder anderen Kunstrichtung, glaube ich, braucht es ein bisschen länger. Bei der anderen Kunstrichtung ist man es einfach schon lange gewohnt und kennt das nicht anders. Und darum glaube ich, ist es toll, dass es in unserer heutigen Zeit junge Leute gibt, aber auch Leute gibt, die sich in den Untergrund lassen und einfach ihre Kunst leben. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und dann braucht man eigentlich ab und zu ein bisschen Sitzfleisch oder ein bisschen einen Nachdruck, damit man diese Kunst auch unter die Leute bringt. Und wenn Sie sagen, dass eine praktisch eine interessierte Person aus Prag kommt, aus Regensburg, dann ist das natürlich auch für die Gemeinde Offenberg eine gute Bereicherung. Und wir werden das auf alle Fälle im Gemeinderat vortragen, dass der Stadl immer mehr Bekanntheit erlangt und vielleicht lässt sich wieder ein Kunstprojekt verwirklichen. Ja. Und man muss auch wirklich sagen, die Leute, die zugeschaut haben, sind beim Aufbauen immer die Jugendlichen und Kinder vom Dorf gewesen. Und die haben so einen tollen Zugang zur Kunst. Am Anfang waren sie ein bisschen skeptisch und dann sind sie reingekommen und haben gesagt, was da alles sehen drin und waren dann über eine Stunde drin und dann haben wir noch keine Technik gekriegt, das haben wir auch sein lassen, weil die Kinder selber welche gefunden haben. Okay. Selber was gesehen in die Bilder, selber was erkannt in die Figuren und dann ist das also sehr gut angekommen, dass wir die Freiheit lassen, dass jeder zu seinem Bild sagen kann, was er sich denkt, was er drin finden hat. Ja, das ist gut. Das ist ganz gut. Das hat uns auch, ist für einen Kurator, also jemand, der so Ausstellungen macht, auch ein toller Antrieb, ein tolles Ergebnis, dass sowas zustande kommt mit diesen Ausstellungen. Also nochmals vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Und alles Gute euch beiden und wir sehen uns wieder beim Süßen Punsch.